Hey ho und willkommen zurück in Mesapolis. Ich mache meine Drohung heute wahr. Das heißt, es wird wieder ziemlich gefährlich. Noch ein letztes Mal das Tageslicht sehen, bevor es gleich wieder runtergeht. Wo muss ich langlaufen? Da vorne. Ja. Ich mache meine Drohung wahr, sagte ich vorhin im Vorspann, und laufe runter ins Minensystem und versuche, dort die Schätze zu bergen an diesem Doppelspawner. Und diesen Doppelspawner, also beide Spawner praktisch irgendwie vielleicht auf stillzulegen. Mit vielen, vielen Fackeln und viel, viel Geduld. Guck nur, ich weiß, mein System hier wunderbar funktioniert. Ne? Habe ich letztens erklärt. Da geht's lang. Das sind Sackgassen. So, die Karren, ja, die könnte ich höchstens ausnutzen, um hier schnell mal was zu lagern. Aber. So, da hinten haben wir den Spawner. Jetzt schlage ich mir erstmal hier ein wenig Luft rein. Also ein bisschen, dass ich was sehen kann. Ho! Da war doch noch was. So. Das fällt einem dann immer erst wieder ein, wenn es zu spät ist. Hätte ich extra mal da reingepackt, damit mir nichts passiert. So, alles mal ein wenig übersichtlicher gestalten. Natürlich habe ich eine Axt vergessen. Ach Gott. Das ist sehr ätzend. Bauen wir uns gleich mal eine. Geht hier schon neben mir irgendwie zur Sache. Bin mir sicher, ich habe ja im Creative Mode letztens, vor zwei Folgen war es, mal nachgesehen. Da oben, wie es aussieht. Keinen dritten Spawner bemerkt. Aber es hört sich doch so an, als wäre hier über uns auch noch was. Es sind ja noch ein paar Meter hin. Ich denke, ich werde mich von der anderen Seite nähern. Von da, wo jetzt die Fackel hängt. Da werde ich mich gleich in die Wand eingraben. Seht ihr, also hier ist irgendwas immer im Gange. Wo muss ich da? Ganz nervös wieder. Okay, lass mal gucken. Mal eine Axt eben bauen. So ist schön. Ah, ich gehe hier mal rein. Hoffe mal jetzt nicht, dass da oben jetzt noch so ein Labersee drüber ist. Zwei lag ich bauen. Den Weg hier wieder zu machen. Augenblick mal eben. Huh, ist das heiß. Huh, ist das heiß. Huh. Huh. Albern jetzt, das kommt von dem ganzen Adrenalin. Ach, schön. Eisenbahnschienen. Ja, ich will ja hier auch noch Eisenbahn bauen. Also, da kommt noch was auf uns zu. Ne? So, jetzt muss ich nach oben. Das sollte ich vielleicht mal machen. Stark. Da kommt nur ein bisschen Erde rein. Na, komm, jetzt aber gut hier. Weiter nach oben.
mal langsam annähern an die beiden Dungeons. Ich habe wenigstens ringsherum komme, da schon mal ein paar Fackeln hinstellen kann. Vielleicht die Viecher aus der Entfernung etwas bekämpfen. Leider ist mein Bogen nicht intakt, weil ich ja zu blöde war. Letzte Folge habe ich auf den Clear-Befehl benutzt, ja. Und damit war alles gelöscht. Das war eine Kurzschlusshandlung. Eine Kurzschlusshandlung meinerseits. Da haben wir den Dungeon. Har har. Sehr gut. Hier auf dieser Seite, das ist der Skelett-Dungeon. Der kann uns nicht ganz so viel anhaben, wenn ich vorsichtig bin. Achso, Moment. Ist das der Fußboden? Wow. Könnte schon gehen. So, jetzt sehen wir auch beide. Hat sie da an die Kiste, komme ich sogar schon. Den Schallplatten. Dafür kann man diese Soundstücke gut verwenden. Hast du dir so gedacht? Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt durchhauen kann mit dem Schwert. Geht das? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja gut, ach, Slaps, ja, die habe ich natürlich vergessen oben. Slaps sind gut. Ich gehe mir Slaps machen. Jetzt aufpassen hier. Kann ich den Gang von hier aus direkt durchbuddeln. Das ist viel besser. Ah, Slaps. Oh ja, so viele nun auch wieder nicht. Zumachen. So, mal eben das Ende. Hier so durchgraben. Es ist wesentlich einfacher. Genau. Sollte hell genug sein. Naja, komm. Okay, jetzt haben wir hier Soundstück, das kann weg. Na super. Autsch, autsch. Noch besser ist es, wenn man das unten macht. Ja, das stimmt. Auf Fußbodenhöhe kriegt man die besser. Weil die ja schon mal nach unten turnen. Sehr selten, dass die hier so in der Höhe, da sehe ich sie. Okay, das ist jetzt eh noch uninteressant. Machen wir das mal folgendermaßen. Mann. Die hat aber auf der Lauer gelegen. Mein Zeug. Gut, die Höhe müssen wir haben. Reihe, damit wir Abstand haben zu dem Fenster. So kriegen wir die aber besser, die. Ach, jetzt ist hier der Fußboden. Naja gut, da bauen wir einfach Erde rein. Ich muss ja auch nicht ewig weit. Können wir einfach hier. Ja.
Eigentlich könnte ich den auch weghauen. Könnte ich noch näher ran, aber das geht dann da oben wieder nicht. Nee, lassen wir einfach mal so. Ich denke, kurz oder lang wird das Konzept hier schon funktionieren. Ui, der ist aber groß. Gar nicht so in Erinnerung. Fackel! So, und apropos, komme ich denn da jetzt schon irgendwie ran? Vorsichtig. Geht doch schon. Nee, nicht so. Dahin. Und dahin. Gut, 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 gut. Ja, hast mich schon gesehen, ne? Aber du kriegst mich nicht. Hahaha. Hol mal deine Spinnenfreunde. Die kommen hier nämlich durch. Huch. Ja, so ist es mir auch recht. Könnt ihr ruhig machen. Wie, jetzt schießt die... Aber alle, ne? Ja, ja, ja. Oh. So ist besser. Kuckuck. Hey. Hallo. So wie auf der Kirmes, nur dass ich jetzt nur die Zielfigur bin. Etwas niedriger. Du triffst mich ja so nicht. Da geht ja wohl gar nichts. Oh. Ich mach mal lieber weiter mit der Arbeit hier. Ui. Da ist noch einer. Immer mit der Schaufel drauf. Da ist ja noch ein Dungeon. Ey, Kinders, was ist denn hier los? Das ist aber jetzt auch mal wieder eine Premiere, ne? Sowas hatte ich aber auch noch nicht. Weil es ist ja noch ein Dungeon da unten. Etage tiefer. Boah, hammerhart. Was ist das für einer? Dann schlage ich mal hier weg, damit keiner hochkommt. Ich habe vorhin auch gesagt, ne, von wegen Doppel-Dungeon, kein Dreifach-Dungeon. Boah. Ach du meine Güte. Ja, wie wir den jetzt auch noch einbeziehen können in so eine Grindermaschine. Ah, weiß ich noch nicht. Der denn zu Ende? Das ist aber noch ein Stückchen. Oh, da muss ich mich hier mal runterbuddeln. Mal hier noch weiter. Da hat er einen Ausgang. Da geht's in der Minenschacht. Sehr cool. Ich glaube hier mal runter. Ah, noch ein zu früh. Jetzt nach unten. Jetzt müsste es gehen. Ah, nicht so viel. Vertan, vertan. Ja, ist ja gut. So. Hier haben wir eine Ecke. Eine ziemlich dunkle Ecke. So. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das Skelett, ne? Schätze ich jetzt mal. Kam ja ein Skelett da lang.
Die fallen da mal runter. Ja, man sieht ja so viel. Ja, super. Das ist ja stark. Da ist ein Skelett. Der ist, glaube ich, verschüttet. Der Spawner. Das ist gut möglich. Ja, ist gut. Warum liegen da Erfahrungspunkte rum? Wo kommen die her? Von oben irgendwie runter? Ach, wieso wird das ganze gebundelt? Das ist jetzt hier zu blöde. Ich geh mal gucken einfach, ne? Da ist er doch. Skelett, 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 Skelett. Oh, 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 oh nein! Schnell wieder raus. Oh, 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 oh. Das wäre fast daneben gegangen. Oh, der hat einen Zauberbogen. Einen Powerbogen. Komm, den will ich nicht haben. Gib mal her. Gib dir nicht. Ja, nicht schlecht. Das war wirklich ganz gut so. Habe ich nicht noch eine Melone hier? Ja, Melonen sind jetzt ein bisschen besser. Für diese einzelnen Hungerstückchen. Okay, müssen wir den mal ausschalten möglichst, damit wir den hier kontrollieren können. Erstmal das Zeug weghauen. Ja, renn du durch den Boden, ja. Ja, ist gut. Schieß den mal. Ihr seid ja doof wie Brot. Wow. Das Spiel mit dem Feuer. Ja, das Spiel mit dem Gerippe. Oder besser noch gesagt, das Spiel mit dem Knochen. Ah. Bisschen Verwirrung. Das ist jetzt Verwirrungstaktik. Ich möchte damit beweisen, dass ich intelligenter bin als die Untoten. Was mich beunruhigt, ist dieser Raum, den wir da hinten kurz gesehen haben, als ich in diesen Minengang da reingelaufen bin. Der war nämlich auch voll mit Skeletten. Die sind wahrscheinlich alle da hingelatscht. Wow. Ah. Also die eine Fackel bringt leider noch nichts. Vielleicht komme ich von der anderen Seite noch ran. Probiere ich mal. Ah, klar, super. Nicht so wirklich gut. Vielleicht hier? Oha. Was ist da los? Hört nicht mehr auf. Ach, die treffen mich aber auch immer. Was soll denn das? Erst mal gucken, wo der ist. Das war's. Sollte reichen. Ah. 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 Kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Ah. Okay. Was soll's. Schnell, schnell, schnell und dann geht das schon.
Ich wundere mich eigentlich schon, dass es nicht früher schon passiert ist. Halt, trifft man hier sehr, sehr schlecht diesen Ausgang. Wow, jetzt hier eine zweite Stufe. Oh. So, dann wieder in meinen Gang. Sollte alles gehen. Hallo. Ich komme. Um die Level ist es etwas schade. Wo ist der Typ? Ansonsten. Ja, die Level sich. Ah, ich habe aber Pfeile inzwischen. Das Spiel mit dem Knochen. Game of Bones. Als alter Game of Thrones-Fan geht mir bei solchen Reimspielen natürlich immer die Sonne auf, irgendwie, ne? Die innerliche Game of Bones. Sehr genial, Game of Thrones. Auf jeden Fall. Sehr genial. Das ist das Genialste überhaupt. Was jemals in der Filmgeschichte. Naja, ich will jetzt nicht so weit ausholen hier. Boah, ja. Boah, Pferderüstung. Da kannst du mich inzwischen mit wirklich tothauen. So, ich denke mal, der ist aber jetzt hier wirklich erledigt. Der ist aber auch relativ weit. So, guck mal, da ist schon die nächste Wand von dem Dungeon da drüber. Das könnte man schon irgendwie ein bisschen verbinden, ne? Nur wie? Eigentlich wollte ich in dieser Folge ja schon damit angefangen haben, hier mal alles auszubauen schon. Aber es ist mir dieser dritte Dungeon noch in den Weg gekommen. Ja, ist ein bisschen strange. Okay. Interessant. Da hinten sind die jetzt alle, die ich vorhin noch hier vorne gesehen habe. Was ist da los? Ja, komm du ruhig mal hier so. Hier bin ich. Okay, da kommt der nächste. Stark hier. Ein Enderman. Okay, den baue ich jetzt nicht auch noch. Schade, die sind nicht genau untereinander. Die sind so ein bisschen versetzt. Da sind zwischen 1, 2, 3. Vielleicht, oh, es geht aber noch. Hier sind so vier auseinander, wenn ich jetzt hier so einen großen Raum mache. Am besten hier dann Wasser drin. Am genialsten wäre natürlich so ein Wasserraum, wo alles, auch die Spinnen und so. Obwohl Skelette ist, glaube ich, gefährlich, weil die auch, glaube ich, hier schießen können. Oh, das habe ich natürlich noch nie ausprobiert. Durch welche Lücken die so schießen können. Man muss ja eine kleine Lücke lassen, wo mit der Hand dann zum Totschlagen durchkommt. Ach so, komm, dann nehmen wir die Kiste da mal mit. Ich habe noch Platz jetzt, ja. Genau. Kiste auch direkt. Die muss weg, sonst gucke ich da immer wieder rein. Bei jedem Mal, wenn ich hier bin. So, dann können wir das hier auch offen lassen, denke ich mal. Gefährlich ist es hier eh noch. Überall.
So, und hier auch wieder. Ja, das war nämlich ein zusammengestürzter Bereich hier. Der hat den Spawner verdeckt. Provisorisch, einfach. Mit Lehm. Aufpassen hier einfach. So, und den habe ich immer noch nicht deaktiviert. Hier kommen immer noch Skelette nach. Ja, weil ich hier rum wollte und das ging dann nicht. Ah. Das muss ich jetzt auf jeden Fall mal hier schaffen. Oh, ich bin schon hier an dem Ende. Okay. Aha. Ja, gut. Nochmal zumachen und vielleicht hier. Gefährlich. Gefährlich. Hier werde ich das jetzt versuchen. Meine Slabs mal greifbar, bitte. Wo sind die da? Da regt sich eine Spinne ganz furchtbar auf. Ja, haha. Ui. Die sind aber schnell tot. Wahrscheinlich schon mal irgendwie angeschossen worden. Weiter. Komm her. Was ist mit denen los? Warum sterben die schon nach einem Schlag? Sehr merkwürdig. Ja, ist gut. Wo kamen die jetzt von unten da rausgehüpft? Nee, das ist halt alles komisch. Also kriege ich mal wenigstens wieder meine Punkte zusammen. Gut, von der anderen Seite muss ich noch hin. Das hat auch wieder ein verzaubertes Schwert dabei. Das haben die irgendwie alle, ne? Das heißt aber nichts. Langweilig. Da ist ja nichts drin. Gescheites. Da hängt noch was irgendwie. Ekelig ein Auge. Komm, hier mal Slaps drauf, damit hier nichts passieren kann. Und dann mal die andere Seite kontrolliert. Hier geht's jetzt mal durch. Boah, was hier heute eine Buddel-Dungeon-Folge ist, ne? So richtig drei auf einmal. Na, das ist aber auch wirklich. Rekordverdächtig. Hatte ich auch noch nicht. Ah! Verdammt nochmal. Hier muss dringend was drauf. So, jetzt ist erstmal gut. Essen. Was Gescheites, bitte. Ah, vielleicht das Gammelbrot hier mal. Ekelhaft, aber das muss weg. Verstopft uns nur das Inventar. So. Und abwarten. Geduldig sein. Geduldig sein. Ja, Leute, ihr müsst auch geduldig sein, denn ihr müsst jetzt mal warten bis zur nächsten Folge. Ich möchte eure Nerven nicht überstrapazieren. Ich weiß, klingt wie eine Ausrede, ist aber ehrlich gemeint. Ich mache mir wirklich Sorgen um euer Wohlbefinden. Deswegen müssen wir jetzt eine Pause einlegen. Ich mache hier alleine weiter und guck mal, dass ich diese beiden Dungeons ausschalten, also die Spawner ausschalten kann. Besonders der Spinnen-Spawner macht mir natürlich große Sorgen. Nur damit ich auch wirklich anfangen kann, hier unten so einen Grinder einzubauen. Das wird ein großes Projekt, da werde ich auch mal wieder in Creative Mode schalten müssen, um hier wirklich alles mal so auszuheben. Vor allem dadurch jetzt, dass dieser. Vielleicht könnte man es so machen, dass die erstmal alle hier runtergespült werden. Und dann da weiter, so. Keine Ahnung. Ist ja nur mal ein bisschen, um zu leveln. Auch mal zu gucken. Ja. Also irgendwo deswegen, das sind die Spinnen, die sich immer so verletzen. Deswegen sind die alle schon Verletzer. Wo kommt der immer her?
Okay, Leute, ich mach Feierabend jetzt erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich es denn schaffe. Wo kam die her? Kann eigentlich nicht sein. Sie ist hier wahrscheinlich einfach gespawnt. Okay, ich muss jetzt hier wirklich mal ein bisschen auf der Hut sein. Drück mir die Daumen, dass alles klappt, dass ich überlebe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ah. Ah.